euch diesen seltenen OG-Skin einfach an, den wir hier in unserer Runde haben. Aber Leute, das ist einfach unser Ehrenbruder MBK. MBK, let's go. Schaffen wir noch überhaupt die Runde, Freunde? Wir haben jetzt so viele bei so einer Wettrennrunde einfach weitergelassen. Aber ihr wisst, Freunde, bei dieser Runde habe ich sogar direkt am Anfang einigermaßen einen Weltrekord geschafft gehabt. Mittlerweile ist das safe kein Weltrekord mehr. Aber ihr wisst, ich war einer der Ersten, der diese Map hier abgelotet hatte, Freunde. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das echt Weltrekord. Trotzdem zeigen wir euch, dass wir das jetzt auch schaffen werden und nicht hier als Erste rausfliegen werden. Schon einige eingeholt, Freunde. Kein Problem für uns. MBK, wie sieht's bei dir aus? So gut, ich bin direkt hinter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was machen wir da, Bro? Und direkt. Bam. Let's go, ich bin auch direkt. Leute, wir haben da gechillt. Wir haben ein bisschen noch Intro-Mintro gemacht. Und trotzdem haben wir den Sieg geholt. Dafür müsst ihr erstmal ein Like da lassen. Weil ich sage euch, diese Reise hier in dieser Folge hat gerade erst angefangen. Wir werden jetzt Richtung Win gehen. Wir werden hier direkt zeigen, was wir machen können. Und erzähl mal ein bisschen von deinem OG-Skin. Wo hast du den überhaupt? Okay, ganz, ganz früher war der im Shop. Ich glaube, es war mit einer der ersten Pakete, die man kaufen konnte. Krass. Da ist dann auch so ein Skifahrer und alles mit dabei. Die sind richtig, richtig cool. Heftig, aber ich sag dir ehrlich, mein Skin ist trotzdem cooler. Tut mir echt leid, Bro. Ich hab den gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Tja, da kannst du mal sehen. Meiner ist anscheinend noch mehr OG, Leute, oder? Einfach der Ehrenaffen-Skin. Okay, Leute, Rollfeld, das sollten wir eigentlich ohne Probleme hinbekommen, von ihr wisst. Bei dieser Map, oder? Ja, mit Früchten, kein Problem. Echt? Ich werde ein bisschen so Musik für die Leute machen. Wow, der hält mich einfach. Wie kann man so ehrenlos sein? Das ist Ezio sogar gewesen. War das Ezio, oder? Das war Ezio, Junge. Oh, der ist selber fast runtergefallen. Ezio Auditore. Komm, das ist jetzt mein Erzfeind. Twitch Creep, weg mit dir, Junge. Dich werde ich sowas von holen. Dein ehrenloses Verhalten. Gib mir auf den Sack, Junge. Lass sie in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, der ist fast rausgefallen. Sollen wir ihn zusammen rausholen? Auskicken? Wollen wir die Banane? Komm. Nein, nicht die Banane, den Ezio-Skin. Kennst du den Ezio-Skin? Ja, ich kenne den. Wo ist der? Der ist schon längst über alle Bagger. Nee, da vorne ist er. Da ist er. Lass auf ihn. So. Oh, pass du auf, Kleiner. Strawberry. Du bleibst sowas von stehen, ne? Was ist denn dein Problem? Der kommt einfach zu uns, Leute. Und macht hier solche Politik. Wir kicken dich raus. Na, zu zweit auf einen. Ich glaube, diese Banane gehört auch zu ihm. Die sind als Duo-Mates hier reingekommen. Ich bin mir aber da nicht zu 100% sicher. Nicht, dass du rausfällst. Das wäre gar nicht gut. Freunde, wir haben hier einen ehrenwürdigen Kampf. Naja, ob es ehrenwürdig ist, würde ich eher bezweifeln, weil der Typ hat alles andere als eine Ehre. Oh mein Gott. Oder der möchte gegessen werden von dir, weil du doch ein Monkey bist. Stimmt, den esse ich gleich sowas von auf. Der will aufgegessen werden. Die kleine süße Banane. Nein. Ich bin nicht raus. Nee, bin ich nicht. Als ob ich hier rausfliege, Bro. Das ist meine Map. Checkst du das? Bananen ist bei mir, Ezio. Ich komme. Es gibt mehrere Bananen. Ezio? Ezio, weg mit dir. Ja, was machst du jetzt, hä? Der hat schon richtig Angst. Der hält mich gar nicht mehr. Und die Banane hält mich aber wieder. Ich glaube wirklich, der Partner von Ezio ist die Banane. Ich glaube, wir kümmern uns um die Banane, Ezio. Wow! Kann die Runde jetzt mal langsam vorbei sein? Oh, jetzt kommt eine ganz lange leere Stelle und nichts passiert. Boah, die Pflaume, die. Der hält mich! Oh mein Gott! Kai Pflaume hält mich! Boah, das war knapp, Freunde. Knappe Hase. Und hier nochmal rüber. Die Map ist gleich vorbei. Die Banane, die hält mich schon die ganze Zeit. Was ist denn das Problem? Schreibt mal rein, Freunde. Gibt es bei euch irgendwelche Leute, die die ganze Zeit euch auch jedes Mal halten und nerven? Guck mal, der verfolgt dich auch. Die Banane, ich werde die so aufessen jetzt, ne? Der verfolgt mich die ganze Zeit. Kann das sein, dass das ein Stream-Sniper ist, obwohl wir gerade nicht streamen? Das kann sein. So, vielleicht hat er unsere Namen gesehen und denkt sich, komm, die müssen wir fangen. Aber Freunde, wir sind hier weiter qualifiziert. Ich hoffe, Ezio und die Banane, ich weiß gar nicht, ob die Banane rausgeflogen ist. Lass mal kurz gucken. Ezio und Banane, seid ihr weg? Banane, unten rechts. Beide drin. Ezio sehe ich aber nicht. Doch, da oben ist er, Leute. Okay, wir sehen uns gleich. Es ist sogar noch ein Monkey, ne? Oha, wir haben einfach die Froschspitze bekommen. Magst du die Map? Ich liebe die, ne? Ey, Ananas Kopf Larry war gerade AFK. Noch nie hast du hier verloren? Krass. Nee. Da wird es Zeit, dass ich mal hier verliere, oder? Das war ganz knapp, Leute. Weg hier. Was macht denn der andere Affenkopf hier? Ey, bist du mein Bro oder was? Ey, ich bekomme so Karma. Wo muss ich hier lang? Ach, ich kann auch da links lang, stimmt. Boah, die Map hatte ich ein bisschen lange nicht mehr gehabt. Deshalb, Freunde, kurz hier nochmal. Ich bin runtergefallen. Nur kein Karma bekommen, Bro. Nur kein Karma bekommen. Komm, du schaffst das. Ich glaube an dich. Ja, aber ich bin am Anfang, ne? Was machst du denn da, MBK, Junge? Wow, Leute. Nicht. Wie habe ich das denn bekommen? Ich bin auch fast runtergefallen. Du weißt, es geht hier um Leben und Tod. Ja. Wenn wir das nicht schaffen, dann fällst du runter in den Abgrund von Fall Guys. Und das willst du gar nicht. Freunde, die Banane da hinten. Weg mit der Banane. Ich gebe mein Bestes für dich, Stu, aber ich bin ganz weit hinten. Weißt du was? Mir reizt. Ich schaffe das jetzt. Ich renne da durch. Der eine ist schon sogar durchgekommen. Okay. Ganz komisch.
Wo bist du gerade, Bro? Ich bin gerade bei den Boxen. Ach, bei du den, bist noch bei den Boxen. Naja, ich muss leider sagen, MBK, es können nur noch fünf Leute weiter. Jetzt nur noch vier. Nur noch einer. Zwei. Ich weiß nicht, ob du das bist. Das ist, nee, ich bin raus. Nein! MBK, du und dein OG-Skin seid draußen. Weißt du, was das bedeutet? Dass du den Win holst. Dass ich den Win hole und dass mein Skin trotzdem seltener als deiner ist. Nein, ist Spaß. Doch, meiner ist aber cooler. Meiner ist einfach cooler, muss man sagen. Ich habe einfach den coolsten Skin in ganz Vollgeist. Volleyball! Volleyball! Nein, schlage den Ball auf die andere Seite und berühre den Boden, um Punkte zu erzielen. Ah, ich hätte gern gegen Bananenkopf oder Ezio gefightet. Aber Freunde, es ist so wichtig, die ersten Points hier zu machen. Würdest du mir empfehlen, Hate-Sprung zu machen? Nein, absolut nicht. Absolut. Oh mein Gott, ich hab nichts gesagt. Sicher. Oh mein Gott, ich hab das einen richtig guten Gegner, ne? Merkst du das? Ah ja. Ich glaube trotzdem so. Das ist so irritierend hier. Ich sag dir ehrlich, guck mal. Ich weiß jetzt nicht, wo er landen wird. Landet er weiter hinten? Ich weiß es doch nicht. Das sieht immer so... Oh. Der ist gut. Wichtig, zwei Punkte. Hä, wieso hat er einen Punkt? Hä? Wieso hat er auch einen Punkt bekommen? Ich weiß es nicht. Habe ich was falsch gemacht, Bro? Nein, alles richtig. Siu? Das meine ich halt. Chill. Nicht hechten hier. Ich sehe doch nicht, wo der Ball ist. In deinen eigenen Reihen darfst du nicht hechten, nur wenn du den rüberschmeißt, ne? Okay. Nicht hechten. Aber wieso hat er den Punkt bekommen? Ich check das nicht. Das ist, ich glaube, also ich weiß nicht, ob der hackt der oder so. Wie hat er einen Punkt bekommen? Also von Anfang an hat er einen. Hast du. Was muss ich machen? Mal, nicht hechten. Immer von weiter hinten. Du. Ich habe diese Map jetzt zum dritten Mal erst gespielt. Hä? Was? Und er ist so schlecht. Nein, er ist nicht schlecht. Das ist einfach wirklich irritierend. Man sieht echt nicht, wo der Ball landet. Das ist so komisch. Guck mal, das ist die höchste Position. Mehr kann ich mit der Kamera. Weiter nach hinten, immer weiter nach hinten, Sue. Ach so, ein bisschen kleines Stückchen genau, nach hinten, sagst du, ne? Genau. Dass du das quasi... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das für ein... Der Arme fällt hin. Der schafft das doch selbst nicht mehr. Nein, der tut mir leid. Oh... Komm, der kriegt einen Punkt. Komm, gönn dir. Komm, kriegst du noch einen Punkt. Nicht, dass er gleich komischerweise wieder Punkte bekommt. Ja, stimmt, du hast recht. Nicht, dass er Punkte bekommt. Man weiß ja hier nie. Ganz komische Hase, Leute. Aber irgendwie haben wir es geschafft. Wir sind im Finale. Freunde, wir haben einfach weggehext jetzt als Finale bekommen. Aber ich sage euch ehrlich, verdient. Nachdem wir so eine harte Runde gerade bei Volleyball hatten, müssen wir jetzt auch den Sieg bei weggehext holen. Drückt mir also hier auch nochmal die Daumen. Zweimal Daumen drücken, gleich hier epischer Win vielleicht. Entkomme den Schleim und halte bis zum Ende durch. Und Ezio ist immer noch drin, MBK. Was ist deine Meinung dazu? Der 31er. Du willst das Ding gewinnen. Das ist Twitch Kiri. Kirimiri. Guck mal, wie er tanzt. Den werde ich jetzt sowas von holen, ne? Ist mir sowas von egal. Der wird sowas von gehalten, Bro. Ist mir egal. Würdest du sagen, du bist ein Profi in Hexagon? Nö. Aber besser als Ezio auf jeden Fall. Siehst du diese Plays, Bro? Siehst du diese Plays? Siehst du diese Plays hier, was ich hier mache? Das ist insane. Aber das bringt alles nichts. Ja, am Anfang Ezio ist noch egal, da oben. Ne? Am Anfang ist echt egal, ja. Muss jetzt ein bisschen Zeit gewinnen. Ezio. Du hast er hat Angst bekommen, Bro. Er hat schon direkt... Oh mein Gott, der Hotdog. Hotdog. Warum kommt er auf diese Seite? Er hat so viel Platz bei sich gehabt. Okay, unser Kollege Schnirschuh ist rausgegangen. Kurz hier die Dinger wegmachen. Richtig. Ja. Aber wo kommt der Typ auf einmal her? Wo kommst du? Ich habe alles so schön gerade vorbereitet, Bro. Genau für diesen Moment, dass ich hier ganz lange bleibe. Und dann kommt so ein Monkey die Donkey von irgendwo und denkt, er ist die Krönung der Menschheit. Vor allem, der sieht einfach aus wie ein Opa. Hast du was gegen Rentner, mein Freund? Nein, selbst einer. Nice. So, hier können wir ein bisschen Zeit gewinnen. Ah, das bringt alles nichts. Soll ich dir meinen neuen Trick zeigen? Ja. Oh. Hä, bringt das was? Ja, siehst du ja, ein bisschen länger in der Luft halt, ne? Aber es bringt alles nichts. Es bringt gar nichts, Bro. Oh mein Gott. Oh, unten ist schon fast alles weg. Ja, das ist das Problem. Nice. Du machst das. Ich könnte nochmal in die andere Richtung gehen. Was sagst du, soll ich in die Richtung? Ja, andere Richtung. Na, doch. Du kannst doch hechten. Wichtig. Nein! Ich hätte da oben noch so... Ich hätte es geschafft, Bro! Hätte ich diesen Sprung geschafft, dann hätte ich das geschafft. Aber Hotdog Larry ist wieder am Start. Bro, ich hatte da noch so viele gehabt, ne? Das war eine Sekunde. Alle sind rausgeworfen danach. Nein! Wisst ihr was, Leute? Wir hören nicht auf. Wir gehen noch in eine weitere Runde rein. Abwarten. Nach dieser blöden Niederlage dachte ich mir, komm, müssen wir nochmal auf jeden Fall eine Runde machen, Leute. Und deshalb drückt uns nicht die Daumen. Nein, macht einfach gar nichts, denn...
Ich will gar nicht hier großartig um den heißen Brei reden. Ich muss einfach Erster hier werden. So ein Ding ist das. Nicht so viel labern, sondern machen. Wir werden jetzt Taten in Worte sprechen lassen. Ich bin komplett hinten, Bruder. Ist das so? Aber ich hole auf! Sehr gut. Oh, nein, ich wurde dabei. Oh mein. Wow, du bist Erster. Ja. Hä, ja. Hey, was war das gerade? Bin ich ausgerutscht? Mann, da war eine Banane. Was war das gerade, Leute? Das hatte ich auch noch nie. Aber trotzdem, wie oft werden wir hier immer Erste? Ich check das nicht. Das ist nicht normal. Ich bin und auch schon... 360 Grad Drehung. Wow. Schade. Keine 360 Grad Drehung. Okay, Leute. Wir sind hier bei der, ja, bei der super ultimativen Strecke gelandet, wo die Leute einfach gleich vom Ventilator rausgekickt werden. Ich bin auch fast rausgeflogen. Wow. Das war so ganz knapp, Bro. Ganz knappe Hase. Lange, schmale Nase. Ey, wer könnte das sein, Mann? MBK, ja. Das war's schon? Hey, das war's schon? Hä? Hey, Leute, als ob wir wieder Volleyball bekommen haben. Also, ich sag euch ehrlich, noch nie habe ich an einem Tag so oft Volleyball bekommen. Vorhin auch schon bei MBK seine Aufnahme. Könnt ihr natürlich unten in der Videobeschreibung auch abchecken. Aber ich muss sagen, ich bin... lost. Ich bin lost. Sagt ihr, Retalk, ich mag diese Map nicht. Die ist cool. Ich mag das nicht, Digga. Ich sehe nicht, was hinter mir passiert. Weil du nicht nach oben gucken kannst. Das ist so dumm. Guck mal, wie süß der da... Ja, der Arme, der hat auch keine Ahnung. Ganz kleiner Feini ist das. Ein ganz Feini ist das. Oh, das war's mit ihm. Oder auch nicht. So, ich bin gegen den Schwitzer des Schwitzers. Oh, der Typ ist krass. Oder auch nicht. Auf jeden Fall 1-1, Leute. Oh, das war's. Das kann er nicht retten. Ja, schade. Schade, Brokkoli-Kopf, Larry. Ich hätte es dir gegönnt, aber bei so einem Verhalten muss ich auch an der Stelle mal sagen. Oh, oh. Was passiert da? Weg mit dir. Wow, wow. Mein Kopf! Oh mein Gott! Oh, das war knapp. Das war close. Das ist gerade wirklich ein World Cup-Niveau-Fight. Bei mir auch. Real Talk bei mir auch. Oder auch nicht. Bei mir ist das kein World Cup-Niveau-Fight. Der Arme, tut mir leid. Das ist so komisch, die Map. Also ich sag euch, Volleyball, ich würde nicht sagen, dass ich die Map hasse, aber ich mag die Map einfach irgendwie noch nicht. Vielleicht freue ich mich noch an, wenn ich ein paar Mal mehr gewinne und leichter vor allem. Aber hier muss ich wirklich tryharden. Ich könnte theoretisch auch den Ball die ganze Zeit bei mir haben, so wie jetzt, und dann einfach gewinnen. Das könnt ihr natürlich auch machen hier. Hier werden natürlich auch Tricks beigebracht. Leute, MBK 1 gegen 1 und MBK ist raus! Muchas gracias, aficiones! Schade. Nein, Knallerbsenkopf Larry als Finale. Aber okay, Freunde. Wir haben hier schon ein paar Mal gewonnen gehabt. Warum nicht jetzt dieses Mal, hä? Ach, Edgio schon wieder? Edgio Auditore? Bro, das ist nicht der Erste, das ist gleich sogar der Zweite, weil Ezio ist mein Erzfeind da hinten. Oh, ich sehe ihn. Guck mal, ich werde die zum Schlafen bringen, wie Pomelow. Pomelow. Malst du die jetzt auch an? Ja, und weg mit euch. Oh, Ezio! Triple Kill. Habe ich Ezio bekommen? Nee, fast. Der ist ja gerade am Rand. Ey, geh, lass mich in Ruhe. Wow! Was macht denn Ezio da wieder? Ezio hinter dir. Oh. Gefährlich, nicht zu Hause nachmachen. Du hast den rausgehauen, der mich rausgehauen hat, Ezio. Ehrlich? Ja. Da muss ich jetzt Ezio raushauen. Ezio, Auditore und weg mit dir. Pack ihn und schubst ihn runter. Hatte ich vor. Er fliegt so raus, der Ezio. Weg mit dir. Ezio raus. Ich hab Ezio rausgekickt. Und bam. Hä, du holst echt alle. Statement. Hast du diesen Jump gesehen, Bro? Er war insane. Die gehen beide auf dich. Die gehen beide auf mich? Ja, die gehen beide auf dich. Sind das Teampartner? Oh mein Gott, komm, Kollege, 1 gegen 1. Wer wird das machen? Pack ihn zu, ich sag dir so, wie es ist. Oh mein Gott. Du bleibst stehen, Freundchen. Ding. Du hast ihn. Weg mit ihm! Nein! Dir. Wow! Du bleibst sowas von stehen, du Kleiner. Nein. Ich glaube, Drachen kann man nicht schieben, ne? Er hat mich.
Wow! Oh, nein! Ich bin so unlucky, der ewige Zweitplatzierte. Warum, Mann? Ey, schade. Wieder mal der Zweitplatzierte, Leute. Was soll ich sagen? Ich sage einfach nur, lasst gerne ein Like da, falls euch das trotzdem gefallen hat. Und checkt unten MBK ab. Der macht hier natürlich auch fast daily jetzt Vollgas, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.